Willkommen bei Paraspotting. Das ist der Südstartplatz am unteren Berg bei Ruhpolding. Die Ausrichtung ist genau nach Süden und er befindet sich 300 Meter westlich am Grat entlang von der Gipfelstation des Sessellifts, mit dem man hier raufkommt. Man kann hier auch noch gerade den Windsack sehen, der oben beim Sessellift und beim üblichen Nordstart ist. Also der unteren Berg ist eigentlich ein Berg, den man im Nordwind, im bayerischen Wind, am Nachmittag fliegt. Der Südstartplatz wird daher nicht so oft benutzt, aber gelegentlich natürlich eine gute Option. Und dann ist das hier wie bei jedem Schneisenstart. Es sind hohe Bäume rechts und links, da möchte man natürlich keinesfalls deutlichen Seitenwind haben. Deswegen sind hier richtig viele Windfähnchen angebracht. Sehr wichtig auch zum Beispiel da oben das Fähnchen bei diesem Baum, dass man sieht, ob nicht doch der Nordwind schon durchkommt oder eine andere Windrichtung vorherrschend ist. Ja, ansonsten ist das ein super schöner Startplatz hier, eine riesengroße Fläche zum Schirm auslegen, vorbereiten und zum Aufziehen. Und vorne, wo die Waldschneise beginnt, da kommt auch die Kante, wo es dann steiler wird. In der Schneise natürlich wichtig, die Richtung halten.